Hoho, willkommen bei der Weihnachtsshow. Ja, we wish you a Merry Christmas ist das große Thema, aber bevor wir uns schöne Weihnachten wünschen, müssen wir natürlich auch erstmal wissen, was könnte man dieses Jahr wieder schenken. Jedes Jahr stellt man sich doch die gleiche Frage, was schenke ich meinen Liebsten zu Weihnachten, oder? Ja, oftmals fehlt natürlich die Idee oder ein anderer Punkt, das habe ich auch schon häufig erlebt, ach, ich habe ja noch Zeit, und plötzlich ist, Heiligabend, Ja, deshalb schauen Sie jetzt genau zu. Wir bringen Ihnen hier in der nächsten Stunde, also zweimal eine halbe Stunde lang, Geschenkideen für jedes Alter, für jedes Geschlecht, für jeden Geldbeutel. Schauen Sie einfach zu, vielleicht ist auch für Ihre Liebsten das richtige Geschenk dabei. Und du hast mir gesagt, du gehst heute ein bisschen auf Schlemmertour oder schaust auch, was man sich so in einer Partnerschaft schenken kann. Und damit willst du anfangen. Hast du schon was gefunden? Was ganz Leckeres, was Süßes. Ich glaube, das ist wirklich was Tolles, auch gerade wenn ich jetzt so an Silvester denke. Oh, wenn ich das sehe. Guck mal hier. Wir reden von dem Schoko. Jetzt wird es richtig lecker. Unser Engelchen hat die Feder verloren. Guck mal. Dass du nicht mehr wegfliegen kannst. So, jetzt gucken wir mal rein und schauen mal, ob das schon vorbereitet ist. Das ist klasse. Guck mal. Das ist auch noch elektrisch. Hier. Cool. Mit einer. Guck mal, das ist toll. Dieses kleine Schälchen, da mache ich jetzt die Schokolade rein. Ja. Und stelle das einfach dann hier komplett mit der Anrichte auf den Tisch. Schalte es elektrisch ein. Sie sehen, der Zusammenbau ist unglaublich einfach. Wir richten das jetzt gerade mal. Einfach einmal einstecken und dann die Temperatur regeln, schön hoch. Und dann haben wir unser unglaublich leckeres Schokoladenfondue. Du, und damit kannst du jetzt mal deinen Partner richtig, richtig überraschen. Zum Beispiel, du hast heute gekocht. Toll. Ich habe was Leckeres als Nachtisch vorbereitet, weil das ist ja auch sehr, sehr schnell gemacht. Ein paar Bananen sehen wir hier, Himbeeren sehen wir, aber da sind der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und jetzt hier in der Schokolade eintunken und dann. Toll, die kleinen Gabeln sind auch dabei. Und wenn du jetzt Besuch bekommst, ist das auch eine schöne Idee. Man kann ja auch weiße Schokolade verwenden. Oder theoretisch könnte ich damit ja auch schon Käsefondue machen. Funktioniert bestimmt nicht nur für Schokolade, oder? Müsste genauso gehen, durch die elektrische Heizung. Ich muss das nur einfach anstellen. Das haben wir jetzt. Und hier ist mein Schokolade. Das macht schon wirklich was her. Also das stellt man in die Mitte, dann kann man dem Besuch sagen, ja, sucht euch Obst aus. Bananen haben wir jetzt hier zum Beispiel, rote Früchte. Apfel würde auch gehen, Weintrauben sind super. Und das ist natürlich eine tolle Dessertidee, wo man als Gastgeber keine Arbeit damit hat. Die Kamera bleibt jetzt extra drauf, damit ich es nicht in den Mund stecken kann. Könntet ihr mal umschneiden, bitte? So, danke. Das ist sowas Leckeres. Das ist so was Leckeres. Himbeeren haben wir hier, Trauben. Ich guck mal, Kirschen haben wir noch dabei. Himbeeren. Es ist einfach für so ein, hier für zwei Personen, aber ich glaube, Fondue-Gabeln hat jeder, da kann ich auch zu fünf oder zu sechs. Das kannst du nur noch mit der Dessertgabel machen, mit der Kuchengabel, ne? Der romantische Gedanke steht hier natürlich im Vordergrund beim Tête-à-Tête, beim Candlelight-Dinner. Oder dann ganz einfach mal, abends auf dem Sofa, geht das auch? Ja, abends auf dem Sofa, schöne DVD noch gucken. Toll, du bringst uns ja auf tolle Ideen, Mensch. Oder mal Sonntagmorgen, anstatt Frühstück ganz klassisch am Esstisch, auch mal im Bett genießen. Hier ein bisschen Nutella rein oder vielleicht Blockschokolade. Schokofondue zum Frühstück. Warum auch nicht? Gut, warum nicht? Ne? Ob ich das jetzt aufs Brot mache oder auf meine Früchte, ist doch egal. Ein schöner Kaffee noch dazu. Hast du recht, aber das ist elektrisch betrieben für zwei. Komplett alles dabei. Schale außenrum zum Anrichten. Es sieht also auch klasse aus. Und das für 14,16 Euro. Das ist wirklich mal eine tolle Geschenkidee. Oh ja. Das kann man auch zum Beispiel jetzt verschenken an ein frisch verliebtes Paar. Jetzt angenommen, du hast eine Freundin, die ist frisch verliebt oder will sich wieder frisch verlieben oder ähnliches, da ist das natürlich auch eine tolle Idee. Finde ich echt klasse. Also das ist wirklich auch sehr dekorativ. Die Schale muss man nicht verstecken. Im Gegenteil, die kann man so schön präsent auf den Tisch stellen. Und was Sie da jetzt für Obst verwenden, das ist Ihnen überlassen. Ja, wir haben hier wirklich verschiedene Obstsorten, Banane, rote Früchte. Aber ob ich da jetzt Äpfel nehme oder Weintrauben oder Kiwi oder Ananas, was Sie am liebsten mögen, das ist doch hier wirklich toll.
Ja, toll ist es und schmeckt auch. Du, dazu widerstehen. Guck mal, ich habe schon wieder die Gabel in der Hand. Nee, ich lasse jetzt liegen. Ich bin jetzt vernünftig. Ich halte mich jetzt zurück. Ah, es ist aber ganz, ganz schwierig. Ja, vor allem der Preis. Überleg mal, 14,16 Euro. Ja. Das ist ein tolles Geschenk, wie du gesagt hast. Auch mal zum Wichteln, zum Nikolaus, zu Weihnachten zum Verschenken oder für frisch Verliebte. Für frisch Verliebte, egal wann. Schokolade geht immer. Das wissen Sie, meine Damen und Herren. Und das weiß auch jeder andere. Und ich bin mir sicher, uns schauen jetzt einige neidische Zuschauer zu, die sagen, oh, da wäre ich jetzt auch gern, das würde ich jetzt auch gern probieren. Können Sie auch mit der Bestellnummer NC3666 und der 569 kommt dieses elektrische Schokoladenfondue für zwei Personen mit dieser Anrichte und allem, was dazugehört, zwei Gäbelchen zu Ihnen. Und dann steht einem wunderbaren Fondue. Schokoladengenuss, genau. Nichts mehr im Wege. Hast du jetzt, fällt dir spontan eine Freundin ein, der du das schenken könntest? Doch, ich hätte eine Freundin. Da fehlt jetzt aber noch was. Also wir hatten jetzt für frisch Verliebte das Schokoladenfondue oder auch für schon welche, die länger zusammen sind. Aber wir haben hier vorhin von einem Candlelight-Dinner gesprochen. Du erinnerst dich, du hattest das Beispiel genannt. Da haben wir jetzt hier unser elektrisches Schokoladenfondue. Da fehlt jetzt vielleicht noch so eine Kerze, weil Candlelight-Dinner assoziiert man ja mit Kerzen, schon, du oder? Hast heute deine romantische Ader entdeckt, ja, oder? Dann holen wir uns das doch mal. Hier geht es natürlich um LED-Kerzen. Und dann holen wir unseren Weihnachtsengel her. Und dann schauen wir mal, was sie uns eingepackt hat. Und es geht hier rein. Also, du wolltest eine LED-Kerze. Nein, bitteschön. Ich will zwei. Nein, ich will drei. Dann kriegst du auch eine zweite. Ich du hörst ja gar nicht mehr auf. Okay, dann kriegst du auch eine dritte. Juhu. Wir haben also drei verschiedene Größen. LED-Technik, ganz, ganz wichtig. Machen wir mal an. Und oh, ich glaube, da hat es noch mal gekleppert in meinem Karton. Ja, kein Wunder, da ist nämlich eine Batterie mit drin. Batterie, eine Fernbedienung. Hast du alles auf an? Dann müssen wir es nur noch einschalten. Ist es ein? Ja, das ist an. Da, die müssen wir noch anmachen. Schalter. Schalter. Gucken wir mal. Das heißt, es ist ganz jetzt praktisch. Jetzt brennt sie, das brennt und das. So, und jetzt kann ich es mit der Fernbedienung einschalten, ausschalten. Ich kann dieses Candle einstellen. Und wenn wir jetzt mal hier auf die Laut, da haben wir auch nochmal unser Engelchen. Hast du es gesehen? Unser Engelchen ist Schokofondue Fondue mit Lätzchen. Das ist doch mal ein netter Seitenblick. Aber jetzt schauen wir mal auf diese LED-Kerze. Und da sehen wir, da ist jetzt so ein Flackern drin. Mhm. Sehen Sie das? Wie die echte Kerze. Ich kann das aber auch verstärken. Da sehen Sie es, ich hält es ein bisschen seitlich, jetzt flackert es. Jetzt kann ich hier aber auch über die Fernbedienung einstellen, ein volles Licht. Ich kann hier einstellen, also eben Candle oder Licht, halbstark oder stark. Und ich habe auch eine Timer-Funktion. 4 Stunden oder 8 Stunden. Wenn ich die einschalte, geht die Kerze dann automatisch aus nach dieser Zeit. Also das ist eine tolle, und tolle Sache. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo Kerzen ja sowieso eine sehr große Rolle spielen, da ist es natürlich toll, weil das ist vollkommen ungefährlich. Wir reden hier nicht von einem offenen Feuer, sondern wirklich von feinster LED-Technik. Die sehen hier, wenn das Licht ein bisschen abgedunkelt ist, wirklich aus wie eine echte Kerze. Ja, wie drei echte Kerzen. Übrigens hier 9,5, 12,5 und 14,5 Zentimeter hoch, 8 Zentimeter im Durchmesser. Mhm. Und wenn du mal so eine 18 Zentimeter echte Kerze holst, also mit Docht, mit Feuer, in dieser Größe, da bist du allein für eine so Kerze 20, 30 Euro los. Mhm. Bei LED-Kerzen, die sind normalerweise auch viel, viel teurer. Hier sehen wir schon die unverbindliche Preisempfehlung für dieses Dreier-Set mit Fernbedienung, mit verschiedenen Leuchtmodi, mit Timer ist 29,90 Euro. Das ist schon günstig, aber unser TV-Sonderpreis, der ist noch mal um einiges günstiger. Genau, unser TV-Sonderpreis sind 18,91 Euro für drei dieser wunderschönen LED-Echtwachskerzen. Hier sehen wir noch mal diese Tröpfchen, wie das auch bei einer richtigen Kerze ist, wenn es dann abbrennt. Die sind ja auch so wirklich leicht gebogen. Das heißt, es ist wirklich einer echten Kerze nachempfunden. Und die Fernbedienung kommt auch noch zu Ihnen nach Hause. Es gibt ja wirklich nur Vorteile, wenn es um LED-Kerzen geht. Erstens mal, ich brauche sie nicht. Ich brauche keine Streichhölzer oder kein Feuerzeug im Haus. Ich kann es hier mit der Fernbedienung anmachen. Ich habe keine Gerüche. Gerade wenn man Kerzen ausbläst, weiß man, dann stinkt die ganze Wohnung. Habe ich hier auch nicht. Ich habe keine Feuergefahr. Ich habe keine Wärmeentwicklung. Wachsflecken sind absolut ausgeschlossen. Und du siehst, also selbst wenn ich kleine Kinder habe oder Haustiere, kann ich diese Kerzen trotzdem gefahrlos anzünden. Und es gibt trotzdem ein unglaublich schönes, stimmungsvolles Bild mit diesen flackernden Kerzen, die ich hier drin habe. Also
flackernde LED-Beleuchtung hier drin. Sehen Sie es, wie es flackert? Und das sieht dann wirklich aus, wie, als wäre es eine echte Kerze. So, ich merke das auch immer wieder in der Vorweihnachtszeit, wenn man da zu viele echte Kerzen anhat, dann wird man müde, weil das verbraucht ja auch einen gewissen Anteil an Sauerstoff. Und hier kann mir das ja nicht passieren. Oder wenn Sie vielleicht ein Romantiker sind und stellen die vielleicht an den Badewannenrand oder im Schlafzimmer, da kann man das ja auch aufstellen. So, und jetzt kommen wir noch zu einem ganz, ganz ernsten Thema, was Kerzen angeht. Wenn du jetzt eine Kerze brennen hast in der Adventszeit, keine Seltenheit, vergiss die auszumachen und es kommt deshalb zu einem Brand. Dann hast du grob fahrlässig gehandelt. Das heißt, die Versicherung wird unter Umständen den Schaden nicht regulieren. Ja, das ist auch noch was. Das ist etwas, was dann an die Existenz geht. Und hier habe ich nur Vorteile. Und bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis hier, dann schlage ich einfach zu, hole mir diese drei LED-Echtwachskerzen, habe die Fernbedienung gleich dabei, brauche nur noch die Batterien einlegen und schon habe ich ein wunderbares Lichtspiel von diesen echten Wachskerzen mit LED-Technik. Toll. Da sollten Sie jetzt natürlich ganz schnell zuschlagen, weil das sind wirklich wunderschöne Kerzen mit einem echten Wachsmantel. Und deswegen sehen die natürlich auch so echt aus. Das Einzige, was nicht hier echt ist, das ist innen die kleine Flamme, denn das ist eine LED. Hat viele, viele Vorteile, die wir Ihnen gerade aufgezählt haben. Jetzt müssen Sie nur ganz schnell sein, weil ich weiß auch, dass unsere Echtwachskerzen in der Weihnachtszeit immer ziemlich schnell vergriffen sind. Richtig, das ist so, also da schnell genug sein. So, Anne-Kathrin, jetzt hatten wir ein romantisches Candlelight-Dinner, die hatten wir schon, dann die Nachspeise mit dem Fondue. Und darf ich aber romantisch jetzt weitermachen? Wollte ich dich gerade darauf hinweisen, und zwar hätte ich gern was ich meiner Liebsten jetzt auch schenken kann, was beeindruckend ist, so nach dem Essen dann, nach dem Dessert, ich habe noch was für dich. Ich habe was für dich, Okay, dann also für die Freundin natürlich, nicht für dich, sondern für die Freundin. Okay. Ist das nicht schön? Wow, das sieht jetzt mal auf dem Bild schon beeindruckend aus. Aber wir gucken uns das jetzt natürlich auch in Echtzeit an. Dankeschön, das sieht ja toll aus. Unser Engelchen trägt auch Schmuck. Ja, kann ich verstehen. Das ist es also. Dann. Guck mal, wie das funkelt. Wow, mit Kugeln, mit einem unsichtbaren Verschluss. Magnetisch ist das, oder? Ja, richtig. So. Und das sind wirklich viele, viele vergoldete Kugeln. Magnetverschluss, das heißt kein lästiges hier fast Fingernägel abbrechen beim Öffnen oder Verschließen. Nein. Legst du das mal an oder soll ich dir mal anlegen? Soll ich dir das anlegen? Nein, nicht mir. Mann, dir, komm. Du hast so gut gekocht und das Fondue gemacht, jetzt kriegst du auch noch diese Kette. Oh. Wow. Ist das schön. Und dann hier, was ich schön finde, sind diese böhmischen Kristalle. Wir sehen hier, sind überall Kugeln mit unzähligen böhmischen Kristallen hier untergebracht. Und das ist mal ein Schmuckstück, das begeistert. Und so einfach mache ich das auf, einfach indem ich hier dran ziehe. Und kennen Sie das, liebe Frauen, das Problem, wenn man hier so einen Haken hat, so einen Verschluss, und da weiß man immer nie, da braucht man immer eine dritte Hand noch, die einem dann beim Verschließen hilft. Hier geht das so einfach. Oder man bleibt beim An- und Ausziehen dran hängen. Mit Kleidern, genau. Und zieht dann Fäden. Wow. Das kann hier nicht passieren. Wunderschön vergoldet hier, also aus Kugeln mit Kristallverzierung, böhmische Kristalle. Das ist ein Qualitätsmerkmal hier bei diesem Armband. Und ich muss sagen, das steht dir auch hervorragend. In Gold hier jetzt, also Wahnsinn. Was? Oh, ich guck mal, so 99 schön. Euro wäre hier der reguläre Preis. Wir haben für Sie als Geschenkvorschlag den Preis von 42,66 Euro. Darf ich das behalten? Das gefällt mir sehr gut. Das musst du jetzt wieder mit dem Chef oder mit deinem Freund besprechen. Oh, das geht nicht mehr ab. Das geht nie wieder ab. Oh, schade. Ist es fest? Der Preis ist auch sensationell. Ich meine, normalerweise kosten Armbänder in dieser Kategorie, also mit echten böhmischen Kristallen, knapp 100 Euro. Und das merkt man auch schon, das ist richtig Qualität. Das ist nicht nur ein Plastikarmband, das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer, genau. Ja, auf jeden Fall. Und du siehst dieses unglaubliche Funkel, nicht nur die goldene Farbe, also dieses Vergoldete, sondern eben diese böhmischen Kristalle. Guck mal, was die aus dem Licht glänzt. Machen hier. Das ist also wirklich, das ist mal was für ganz, ganz besondere Anlässe. Und vor allem, das ist ein Schmuckstück für eine ganz, ganz besondere Frau. Meine Herren, ich hoffe, Sie haben aufgepasst. Das war der ganz, Wink mit ganz dem Zaunfall. Besondere Frau, das war Ihr Stichwort. Das ist für Ihre Frau. Boah, ich habe das Armband gerade um und ich glaube, meine Augen leuchten gerade genauso wie diese kleinen böhmischen Kristalle. Bei Schmuck, da setzt bei uns Frauen ja der Verstand aus. Bei uns Frauen bedarf es auch keinen Grund, warum ich jetzt Schmuck mir kaufen will. Es ist einfach schön, ich möchte es gerne haben und es ist vor allen Dingen günstig. Also hier, mit Schmuck und Schuhen liegen sie immer richtig bei Frauen. Vielleicht noch einen guten Duft dazu. Hier haben wir jetzt im Moment keinen Duft und keine Schuhe, aber dieses wirklich begeisternde Schmuckstück, dieser Armreif,
Armband, ja. Armband, würde ich sagen, der ganz, ganz besonderen Art. Finde ich so schön. Das behalte ich, glaube ich, gleich um. Das ist reduziert. Da sollten Sie hier ganz schnell zuschlagen, denn der TV-Sonderpreis ist nur 2 Stunden gültig. Und mit diesem tollen Magnetverschluss ist es auch so einfach, dann das Armband selbst auch mal umzulegen, auch wenn man jetzt nicht gerade den Mann in der Nähe hat, ne? Ja, eben. Das kannst du auch ohne fremde Hilfe, ohne Probleme anziehen. Das haben wir deutlich gesehen. Also wirklich durchdacht mit diesem Magnetverschluss. Aber auch der Preis. Klasse. 42,66 Euro für dieses goldene Armband mit den böhmischen Kristallen. Jetzt gehen wir mal weg von der Romantik, okay, oder? Okay, jetzt sollten wir auch mal genug an die Kinder denken, finde ich, oder? So ein paar Weihnachtsgeschenke für die Kiddies? Wie wär's damit? Glaub mir, du denkst jetzt nicht nur an die Kinder. Ach so, an die großen und die kleinen Männer. Klingel mal, ja, das muss ich hier haben. Jetzt müssen wir mal unsere Kerze, glaube ich, cool, ein bisschen auf die Seite machen, dass wir hier Platz haben. Das weil, ist ja cool. Weißt du, das ist jetzt so schon wirklich beeindruckend, so wie es da steht. Aber was ich viel beeindruckender finde, das ist ein Koffer. Ja, du wirst es jetzt sehen, wir können das einfach zusammenklappen. Ich deute es jetzt nur mal an, damit unsere Dekoration hält. Ja, einfach wie ein Koffer mitnehmen, dann auseinanderklappen. Jetzt siehst du, ich muss hier nur unsere Bande wieder festmachen. So auf der Seite, gerade hier reinstecken. Gut. Gerade hier rein. So, und jetzt können wir Autorennen fahren. Wollen wir gegeneinander fahren? Gerne, jetzt müssen wir nur schauen, ob es eingeschaltet ist. Wir müssen es jetzt noch einmal umdrehen, aber gucken wir mal, ist es eingeschaltet? Da geht's schon. Warte, wir müssen noch einschalten. Ich weiß es nicht, mir fehlt ein Auto. Oh, das müssen wir noch aufstellen. Hier, guck, das ist natürlich, wenn du es aus dem Koffer machst, erstmal die Deko-Elemente hoch. Ach, mein Auto ist nebendran, deshalb fährt es nicht. So. Ach, und meins ist hier unten? Ja, warte. Und jetzt kannst du, hoppla, jetzt kannst du hier rennen fahren. Guck mal, warte, wir müssen, ja. Wollen wir das anders rumdrehen? Wir müssen auf die andere Seite. Sehen Sie, Dekomaterial hätten wir noch aufstellen müssen. Aber es macht auch so schon riesen Spaß. Hier, das nochmal, damit Sie es besser sehen. Also hier natürlich viele Deko-Highlights noch drin. Und du musst auf die richtige Bahn. Warte mal, genau. Jetzt sind wir drauf und jetzt können wir Rennen fahren. Cool. Wow. Und das hier ganz einfach, ohne große Aufbauten, sondern du machst es wirklich. Weißt du was, wenn es einfacher geht, wir drehen es einmal rum. Hörst du mal ganz kurz auf? Wir nehmen einfach die Kabel auf unsere Seite. Guck mal, wir sind ja so flexibel. Genau. So, und jetzt brauchen wir hier nicht mehr aufpassen. Und jetzt einfach drücken. Das Ganze auch übrigens ohne Stromquelle, weil batteriebetrieben. Und jetzt, jetzt fühl ich. Wollen wir mal von derselben Position aus starten, damit es auch ein faires Rennen ist? Machen wir hier vor uns. Warte, ich bin eine Frau, ich brauche ein bisschen. Jetzt komm, warte. Fahr dagegen. Fahr gegen meine Hand. So, ich auf dachte, die Plätze. Du lässt mir ein bisschen. Auf die Plätze, fertig, los. Ja. Und ey, ich bin vorne, komm. Nein, yeah. Bist du nicht? Yeah. Oh. Das ist ja witzig. Guck mal, jetzt führe ich wieder. Warte mal, ich hol dich gleich wieder. Siehst du, ich hab dich geholt. Jawoll. So, aber es ist doch wirklich klasse. So, weißt du, aus Autorennen. Und jetzt erleben Sie gerade ein Phänomen. Frauen sagen immer so, Autorennbahn wäre nur was für Männer. Wäre nur was für Männer. Schauen Sie mal an. Ja, von wegen nur was für Männer. Und so wird das funktionieren. Immer zu Hause. Und jetzt kann ich das. Du, das ist übrigens auch eine schöne Sache, wenn ich mal die Enkel zu Besuch habe und denen ist langweilig. Weißt du? Oder Opa, mir ist langweilig, Oma, mir ist langweilig. Dann holst du diesen Koffer raus. Das ist ja ein Koffer, kompakt. Klappst ihn auf. Sofort ist die Rennbahn aufgebaut und dann können wir Rennen fahren. Ich glaube, wir müssen mal wieder einen Boxenstopp machen. Ich glaube, meine Räder müssen gewechselt werden. Aber schauen Sie mal, hier unten sind die Kontakte. Guck mal, hier kannst du auch Schilder. Hier sind verschiedene Schilder, die du aufstellen kannst. Hier ist ein Rundenzähler sogar. Da kannst du schauen, wer wirklich führt. Du kannst hier Service-Team, Boxenstopp, so wie du gesagt hast. Wir haben diese Umrandungen dabei. Also das ist ein Komplett-Set. Da bleiben keine Wünsche mehr übrig. Und jetzt heißt es einfach nur Gas geben und fahren. Batteriebetrieben auch noch. Cool. Anne-Kathrin, wo bleibst du denn? Ich habe Vorsprung, schon 5 Runden. Hast du nicht? Ich bin schneller als du. Mit fast legalen Mitteln. Naja, ich bin ja eine Frau. Ich brauche ja ein bisschen Vorsprung. Also das sollte man der Frau schon lassen. 37,91 ist natürlich ein super Spaß, wenn man das den Kiddies schenkt. Boah, ich finde das gerade so witzig. Und vor allen Dingen, als Elternteil sagt man ja den Kindern immer, räumt euer Zimmer auf. Und hier müssen die Kinder nicht viel aufräumen. Wir müssen die Kinder einfach nur später den Koffer zusammenklappen, oder? Eben, einfach nur zusammenklappen. Guck mal, ich habe jetzt beide Autos auf einer Spur fahren lassen. Nicht wegnehmen. Einmal angefangen, willst du nicht mehr aufhören. Ja. Das habe ich mir gedacht. Also es ist was ganz, ganz Tolles. Eine komplette Rennbahn im Koffer. Kleinstmöglich aufzustellen und schnellstmöglich aufgestellt. Auseinanderklappen, ein paar Deko-Elemente noch platzieren. Und dann einschalten und los geht die tolle Jagd hier um
eine goldene Zitrone von mir aus. Nee, aber es macht einfach Spaß. Und auch wenn die Damenwelt sagt, nee, nur Autorennen, überhaupt nicht. Sie haben gerade eben den lebenden Beweis gesehen, dass den Frauen das mindestens genauso viel Spaß macht. Die entwickeln einen Ehrgeiz. Das ist unglaublich. Auch wenn der Ehrgeiz manchmal ein bisschen fies ist, ne? Also ich habe da jetzt schon wirklich geschummelt. Hast du geschummelt? Hat gar keiner nein, bemerkt. Nein, habe ich nicht. Gar ich keiner bemerkt. Nicht. Es war ein faires Rennen. Ja, 37,91 Euro, das ist ein Hammerpreis für so eine Rennbahn. Und ich glaube, sie kennen jemanden, dem sie die schenken wollen. Dann mir fallen schon spontan drei Personen ein. Ja. Würde ich gleich dreimal bestellen. Okay. So, jetzt muss ich aber erstmal schauen, was wir noch an Weihnachtsgeschenken haben. Oh, ich habe was gefunden. Ich habe was, noch ein Weihnachtsgeschenk. Jetzt gehen wir mal wirklich zu den Kleinen. Ja, jetzt gehen wir zu den Kleinsten. Und da würde ich sagen, dann klingel ich gerne mal. Und da haben wir unsere Glocke und unseren Weihnachtsengel, der jetzt fast zielgerecht auf einem tollen, tollen Motorrad kommt. Danke, Diana. Ich muss da jetzt mal vor, weil das ist wirklich etwas, da träumen alle Männer davon, dass ihre Kleinsten, ob männlich oder weiblich, auf dem Motorrad spazieren fahren. Hier, das sieht unglaublich echt aus und fährt auch echt. Wir haben einen Ausschalter, ich schalte es mal ein, haben Sie den Sound gehört? Wir haben einen Vorwärtsgang, wir haben einen Rückwärtsgang. Und jetzt kann ich ganz einfach fahren. Ja? Und zwar nicht ich natürlich, sondern mein Sohn oder meine Tochter. Und kann einfach mal lernen, am Straßenverkehr teilzunehmen. Das natürlich in einer angemessenen Geschwindigkeit. Dieses selbstfahrende Motorrad hat eine Höchstgeschwindigkeit von 4 Stundenkilometern. Mhm. Übrigens, bis 6 ist das frei. Du darfst Elektrofahrzeuge bis 6 Stundenkilometer Geschwindigkeit überall verwenden, auf dem Gehweg, in Fußgängerzonen. Und jetzt musst du dir das mal vorstellen. Ich gehe jetzt mal von einem Sohn aus, kann aber auch eine Tochter sein. Du hast so einen kleinen Kai oder wie immer er heißt. Und Papa und der Junge gehen zusammen einkaufen. Der Junge sitzt hier drauf, empfohlenes Alter von 3 bis 8 Jahren und der Papa läuft stolz wie Henry nebenher, weil das ist wie ein echtes Motorrad. Pädagogischer Hintergrund, Kinder lernen spielerisch schon im kleinsten Alter Straßenverkehr teilzunehmen, zu achten auf andere, die in der Straße unterwegs sind und auch zu lenken, weil hier muss man auch selber lenken. Aber das ist wichtig in einer Geschwindigkeit, dass die Eltern jederzeit hinterherkommen. 4 Stundenkilometern, also ab 6 Stundenkilometern fängt man langsam an zu joggen. Also das ist schnelles Gehen. Die Einkäufe, die packe ich dann später einfach hier hinten in den Kofferraum, der ist nämlich auch noch mit dabei. Das ist wirklich ein tolles, selbstfahrendes Kindermotorrad mit einem Elektroantrieb, an alles gedacht, an die Geräusche, an die Bremse, Vorwärts-, Rückwärtsgang. Sieht natürlich auch richtig cool aus, oder? Da können die Kinder mal richtig angeben. Ich kann ja auch einen längeren Ausflug machen, weil wenn der Akku geladen ist, das ist natürlich mit Akkutechnologie, dann reicht das bis zu 3 Stunden. Wenn wir das hochrechnen, Höchstgeschwindigkeit 4 Stundenkilometer, gehen wir davon aus, wir fahren 3 mal 3 Stunden, sind 9 Kilometer. Kann ich jetzt mal einen richtig tollen Ausflug machen. Und schön ist natürlich, dass dieses Motorrad jetzt nicht auf 2 Rädern steht. Das wäre natürlich etwas wackelig. Es steht wunderbar auf einem dritten Rad. Mhm. Also wir haben hinten 2. Das ist im Prinzip ein Dreieck, aber das stört in dem Fall überhaupt nicht. Nein, es sieht toll aus. Guck mal, diese angedeuteten Alufelgen. Cool. Ja. Dann die Sound, überall die Beleuchtungselemente, die gehen natürlich auch. Und das ist wirklich ein so sensationelles Geschenk. Wenn ich das als Kind bekommen hätte, ich glaube, ich wäre bis an die Decke. Da müssen wir jetzt aber wirklich dazu sagen, dass es die letzten Stücke Zahlen vor Weihnachten sind. Das heißt, die nächste Lieferung, die kommt erst im Januar. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht bestellen und zuschlagen, dann kann es sein, dass Ihr Kind Weihnachten leer ausgeht. Ja? Und Sie müssen jetzt ganz schnell sein. Und so etwas unter 100 Euro zu finden, hätte ich bis ich das hier gesehen habe, gesagt, absolut unmöglich. Es ist möglich. 94,91 Euro für ein solches wirklich gigantisches Elektromotorrad für Kinder. Hier sehen wir den Einschalter, Vorwärts- und Rückwärtsgang zuschaltbar. Die Hupe funktioniert, Geräuscheffekte, der Soundeffekt. Also alles, was ich möchte. Und das mit Akkutechnologie, also nicht irgendwie Batterien, sondern eine Akkuladung einfach zu Hause am Hausstrom aufladen, hält 3 Stunden Fahrzeit aus. Wahnsinn! Was will man mehr?
Ja, der Preis, der ist sagenhaft, liebe Zuschauer, wenn Sie gerade ein Kind zwischen 3 und 8 Jahren haben, was total auf Motorräder abfährt. Und ich glaube, bei den Jungs ist es wirklich jedes Kind. Da sollte man hier ganz schnell sein. Wir haben es gerade gesagt, wenn Sie jetzt nicht bestellen, dann kann es sein, dass wir wirklich hier restlos ausverkauft sind und die nächsten Stückzahlen dann erst im Januar bekommen. Das wäre doch schade. Da sofort ans Telefon, machen Sie sich selber auch eine Freude, weil Sie werden genauso stolz sein, wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter, Ihr Enkelkind oder Ihre Enkeltochter damit durch die Straßen fährt. 94,91 Euro ist dafür, denke ich, nur ein ganz, ganz kleiner Preis. Und da noch die Bestellnummer, die NX 1310 und die 569. Das war schon wieder unser erster Teil. Ne? Ja, der zweite Teil, der folgt sogleich. Und deswegen notieren Sie sich die Telefonnummer, rufen Sie uns an. Tied you to the kitchen chair.